Auf diesem Gut in Schleswig-Holstein entstehen die beliebten Ponyfilme. Der damals 7-jährige Karl-Heinz Ebbinghaus spielt im 3. Teil der erfolgreichen Serie mit. Er ist der müde Willi. Warum denn nicht, Willi? Warum kannst du denn nicht mitkommen? Weil ich nachts nicht einschlafen kann. Mutti kommt immer gucken. Meine Großeltern hatten damals in Eutin das Hotel Stadt Kiel und da wohnten einige von der Crew. Und meine Großeltern waren sehr befreundet mit dem damaligen Kinobesitzer. Und der hat dann gehört, dass die noch einen kleinen Jungen suchen, der ein bisschen helle ist. Und so kam ich da dann irgendwie hin. In Lübeck sollte ich ja zuerst auf dem Pony sitzen. Bin dann nachher auf den Wagen gekommen, weil das Pony mit mir dreimal durchgegangen ist. Und ich als 7-Jähriger hatte nicht so die Kraft, da so zu zügeln. Und da sind 3-4 Leute hinterher und haben das Pony dann wieder eingefahren. Aber ich habe mich festgehalten. Heidi Brühl konnte reiten und echt nett sein. Auch zu den Kleinen. Und sie holte einen sogar aus der Schule. Es war mitten im Unterricht. Da ging mit einmal die Klassentür auf. Heidi Brühl kam rein, schon in fertigem Kostüm. Und hat gesagt, der Drehplan ist geändert, ich soll schnell mitkommen. Und da war ich natürlich happy und alle Schulkameraden und Kameradinnen haben nur gestaunt, weil ich mit einmal weg war. Sie hat mit mir sogar manchmal Schularbeiten gemacht. Ich weiß, dass sie neben mir saß und hat gesagt, so und so. Sie ging ja selbst noch zur Schule. Auf sowas können nur die Leute vom Film kommen. Beim Heumachen fröhlich singen. Das tun nur Schauspieler. Hey, sing man tau, von dem Pastor sing tau, yo, yo. Sing man tau, von dem Pastor sing tau. Dieses wunderschöne Buch, das schon etwas ramponiert aussieht, mit den Unterschriften und kleinen Sprüchen der damaligen Hauptdarsteller. Zum Beispiel von Heidi Brühl. Dem lieben kleinen müden Willi, auf ein baldiges Wiedersehen, deine Heidi Brühl. Das war die damalige Gage für mich.